Ja, hallo, ihr Lieben. Da bin ich wieder, eure Pannenqueen, sozusagen. Heute möchte ich auch wieder was ausprobieren, auch gerne mit euch zusammen. Und zwar ist mir vorgestern, also ich habe ein Bild gemalt und habe da auch mit Wasser gearbeitet. Und das Wasser tropfte dann unten auf die Farbe. Und ich wollte das wegmachen und es blieben ja quasi diese Wassertropfen übrig. Also die Farbe hat sich gelöst und es blieben überall Tropfen. Diese Technik kenne ich, habe ich auch schon mal gesehen, aber so speziell oder so direkt noch nie angewendet. Das möchte ich jetzt hier auf dieser Leinwand probieren. Vorher werde ich die Leinwand mit Farbe gestalten, auch ein bisschen mit Blending arbeiten. Und danach werde ich die einfach mal mit Wasser bespritzen. Vielleicht kommt auch ein bisschen Alkohol ins Spiel. Mal schauen, was wir da für Effekte erzielen. Ja, und dann gucke ich einfach mal, was daraus wird. Dieser Hintergrund, den ich hier gestalte, der soll eine Unterwasserwelt werden oder beziehungsweise da kommt hinter ein Wassertierchen drauf. Und deswegen, wenn da so Tropfen entstehen oder so Nasen, finde ich das eigentlich gar nicht übel für dieses Motiv. Ja, und ich habe mir gedacht, ich lasse euch einfach mal dran teilhaben und wir gucken mal, was da so passiert. Ich habe mir schon Farbe vorbereitet. Ach ja, und es ist noch recht früh, mir ist immer noch kalt. Vielleicht wird mir gleich warm beim Arbeiten. Okay, so. Ich fange jetzt einfach mal an, die Leinwand in den Farben zu gestalten, wie ich sie gerne hätte. Und dann schauen wir mal. Mal jetzt einfach mal in den Farben. Ja, wenn die Leinwand jetzt auf dem Tisch liegen würde, würde ich die Farbe wieder direkt auf die Leinwand kletzen. Gestaltet sich einfacher. Nur ich habe ja beim letzten Mal probiert, die Farbe hängend quasi hier drauf zu machen, also so, dass es klappt natürlich nicht mehr und denken können, aber naja, gut, gedacht, ein Versuch kann man ja mal starten. Was ich jetzt vergessen habe, ist, dass ich vorher eigentlich bei meinen Hintergründen die Leinwand ein bisschen nass mache. Nimmt nicht zu viel, das ist mir auch schon oft passiert. Dann verschmiert die Farbe eigentlich zu sehr. Aber damit sie jetzt auch nicht ultraschnell trocknet, als Pinsel benutze ich hier übrigens einen ganz einfachen, billigen von Action. Mit dem male ich unheimlich gerne und zumindest die Hintergründe, ausschließlich die Hintergründe. Und was mich bei diesem Pinsel doch sehr überrascht hat, ist, obwohl er so günstig ist, und wie man das von günstigen Pinseln ja eigentlich kennt, verlieren die Haare ohne Ende. Was soll ich sagen? Dieser Pinsel hat schon einige Hintergründe gemacht und es sind immer noch alle dran. So. Da das, bis die Leinwand bunt ist, doch noch etwas dauert, werde ich euch die Zeit ein bisschen verkürzen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Hintergrund fertig ist. Und dann fangen wir an, da mal ein bisschen Farbe, ein bisschen Wasser oder auch Alkohol drauf zu machen. We'll be right back.
So. Ja, mir wird warm. Ich habe mich jetzt beeilt und wir sollten uns jetzt auch beeilen. Ich habe die Befürchtung, dass die Farbe doch schon stellenweise zu trocken geworden ist. Wir probieren es mal aus. Ich sprühe jetzt mal einfach Wasser drauf. So. Jetzt lasse ich das ein bisschen anziehen. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Farbe noch nicht zu trocken ist dafür. Ich hätte eigentlich während des Malens, wo ich hier war, war der Bereich schon ja, relativ gut am Trocknen. Dann hätte ich, während ich hier gemalt habe, hier schon spritzen müssen. Aber ich glaube, der ist nämlich schon zu trocken hier an dieser Stelle. Da probieren wir uns vielleicht gleich nochmal mit dem Alkohol. Vielleicht kann der mehr ausrichten. Aber da ich das ja mit euch zusammen machen wollte mit diesem Wasser, habe ich gedacht, komm, egal, dann klappt es halt an dieser Stelle nicht so, wie ich es möchte. Und zur Not kann man das ja auch, ja, ich sag mal, überarbeiten. So, jetzt lassen wir das Ganze, wie gesagt, ein bisschen trocknen, damit die Farbe, die sich jetzt löst, ja quasi auch wieder ein bisschen festsetzen kann. So ist zumindest meine logische Erklärung dafür. Wie gesagt, ich habe das schon mal gesehen, ich habe es aber nie so direkt ausprobiert. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch zum ersten Mal die Leinwände hinhänge, sonst habe ich die immer auf meinem Tisch liegen. So kriege ich natürlich viel schöner die Nasen hin, die jetzt hier so runterlaufen, und ich bin wirklich sehr gespannt, was gleich passiert. Ja, wenn ich das Wasser, was die Farbe darunter jetzt anlöst, so quasi wegwische. Ich hoffe, es kommt der Effekt, den ich ja zuletzt in meinem Bild hatte, da aber nicht wollte. Das kommt ja dazu. Hier möchte ich ihn ja. Und meistens ist ja dann, wenn man was versucht, gezielt hinzukriegen, wenn man da drin jetzt noch nicht geübt ist, dann klappt es meistens nicht. Ich werde jetzt mal einfach den Alkohol dazu nehmen. Den habe ich mir übrigens hier in so kleinen Quetschflaschen abgefüllt. Mit solchen kleinen Spitzen ist natürlich auch wieder schöner, wenn die Leinwand flach auf dem Tisch oder auf dem Boden liegt. Ich werde jetzt einfach mal mir so ein bisschen in die Hand träufeln und das dann so. Klappt ja wunderbar. Es klappt gar nicht. Vergesst es. Mal was anderes. Dann mache ich das einfach. Ja. Das einfach so. Ja. Das Problem oder das, was ihr hier natürlich jetzt mit dem Alkohol hier hervorruft, sind natürlich, hier seht ihr schon, hat sich ein bisschen die Farbe gelöst, sind natürlich hauptsächlich Nasen. Was ich immer sehr schön fand, ist, dass wenn ich das mal benutzt habe, unter anderem bei meiner Biene zum Beispiel, bei meinem Bienenbild, da sieht man auch, dass so ja, kleine Kreise hervorgucken. Das kann man natürlich auch nur, wenn die Leinwand liegt. Ja? Also so kriegt ihr nie Kreise hin oder punktuelle Effekte, sondern es wird hier immer laufen. Aber dadurch, dass ich das Bild, wie gesagt, nutzen möchte, um da ein Wassertierchen drauf zu machen, finde ich das nicht schlecht. Ja, und wenn ich das nachträglich noch haben will, kann ich natürlich auch. Ich kann, wenn das jetzt soweit fertig ist und ich noch mehr Punkte oder Effekte haben möchte, dann mache ich es halt nachträglich. Ja, dann wird nochmal leicht lasierend eine Farbe aufgetragen. Nicht zu dick, das überdeckt ja sonst die andere Farbe. Und dann kann ich immer noch punktuell mit meinem Alkohol ja, erzielen. So, jetzt fange ich mal in einer Ecke an. Ich hole mir mal eben ein Tuch. So, als Tuch habe ich hier eine ausgediente Leggings meiner kleinen Tochter. Jetzt fange ich mal an, in einer Ecke so ein bisschen das Wasser runterzuholen. Ich hoffe, guckt euch das an. Das ist doch genau das, was die Mami haben wollte.
gerade für ein Unterwasserbild ist das doch. Ihr seht jetzt, dass überall da, wo ich Wasser hingespritzt habe und das jetzt abreibe, sich die Farbe gelöst hat. Ja, hier ist es noch ein bisschen zu feucht, die Farbe. Da lasse ich es noch ein bisschen, sonst verschmiere ich das. Gehe ich mal in die Ecke hier. Perfekt. Könnte ich gar nicht vorstellen, wie ich mich gerade freue, weil genauso wollte ich das haben. Ah, ja, hier ist ein bisschen wenig. Ah. Also scheint ja doch. Ah, guckt euch das an, es ist perfekt für unter Wasser. Das ist, ich muss es ja jetzt nicht überall machen. Ja, ich kann ja auch Partien offen lassen. Ja, wenn mir das zu viel wird oder so, oder ich kann auch, wenn mir das zu weiß ist, ja, und ich eigentlich nur möchte, dass das so, ja, so leicht durchschimmert, dann mache ich mir ein bisschen Acrylfarbe, ganz extrem verdünnt mit Wasser. Ja, entweder einfarbig, dass ich sage, ich mache das ganze Bild jetzt nochmal mit einem lasierenden oder mit einem wässrigen Blau, oder ich mische tatsächlich die jeweiligen Farben an, gehe damit nochmal rüber. Aber ich finde, gerade für unter Wasser kann man diese Effekte nicht besser hinbekommen, als anzudeuten, ja, ich sag jetzt mal Luftblasen, ne? Oder ach, hier kommt ständig der Nagel durch. Ah, hier ist die Farbe auch noch ein bisschen zu feucht. Ja, das sieht ja quasi aus alles wie so kleine Algen, oder? Hier kann ich noch hin. Also was wir hier gut sehen ist, ihr könnt immer mal so ein bisschen gucken, wenn die Farbe tatsächlich noch zu nass ist, ja, so dass die Gefahr besteht, dass ihr die Farbe jetzt mit verreibt, dann lasst es lieber. Guckt noch mal so ein bisschen von der Seite. Vor allen Dingen macht ihr die Effekte damit auch dann zunichte. Ja, dann übermalt ihr die oder überschmiert die quasi noch wieder mit der Farbe. Ja, hier seht ihr, da ist noch ein bisschen zu viel Farbe gewesen, was aber auch nicht schlimm ist, weil hier kommt mein Motiv ja hin. Aber dann passiert das, was ich gerade gesagt habe, ihr verschmiert die Effekte. Ich glaube jetzt nicht, dass hier der Alkohol zum Beispiel, den ich gerade da drauf gespritzt habe, noch irgendeine Wirkung erzeugt hat. Also das, was wir hier alles sehen, ist reines Wasser. Ja? Mit ein bisschen Druck in die Flasche, also nicht diesen Zerstäuber, sondern auch so, dass die schon etwas knalliger auftrifft und nicht nur zart berührt. Lasst die Farbe aber ein wenig antrocknen, wenn ihr fertig seid mit dem Hintergrund. Also nicht zu nass schon das Wasser reinmachen, aber auch nicht zu trocken, obwohl der dunklere Bereich, der war gerade schon relativ trocken, also es hat mich gewundert, dass da trotzdem noch die Farbe, das Wasser so gut den Effekt dahin bekommen hat. Probiert euch lieber langsam aus. Ja, ich weiß, wie das ist mit der Ungeduld. Na, dass man am liebsten jetzt so zup, na, und fertig. Ich bin von Natur aus ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich finde schon fast schade, dass ich manche Stellen ja mit dem Motiv wieder übermalen werde. Aber also ich finde einen besseren Effekt für das Tierchen, was ich da drauf machen möchte, konnte ich mir jetzt nicht wünschen. Na, ihr könnt auch tupfen, das ist auch möglich, aber geht mir persönlich zu langsam.
So. Ja, hier ist die Farbe immer noch ein bisschen zu nass. Da reibe ich jetzt nicht dran rum. Das mache ich dann gleich. Wo haben wir noch Sachen? Achtet auch hier auf das Tuch. Ja, wenn da Farbe dran ist. Nicht, dass ihr die in heller Bereiche. Ah, hier ist noch ein bisschen was. Also ich finde ganz schöne Effekte. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr legt die Leinwand auf den Boden oder auf den Tisch und wollt quasi nur diese Punkte, sage ich mal, dann bleiben halt die Laufnasen weg. Obwohl ich finde es jetzt ganz toll. Aber es gibt ja auch absolute Gegner der Laufnasen, sag ich mal. Dann könnt ihr das auch. Ihr könnt auch, das hatte ich mir auch mal überlegt, ganze, ich sage jetzt mal Becher, ja, so drauf schütten, als ein bisschen einziehen lassen und dann abwirken. Ja, das ergibt, abputzen, das gibt bestimmt auch wunderbare Effekte. Also ich habe ja so viel im Kopf, nur leider meist zu wenig Zeit, um das zu verwirklichen. Jetzt ist meine Kleine gerade im Kindergarten. Jetzt kann ich nämlich noch ein bisschen hier werkeln. So, ich denke, das war's schon. Ach, und wenn ihr das Brummen im Hintergrund hört, ja, das ist meine Raumheizung hier. Die hält mich hier unten ein bisschen warm. So, wenn euch das natürlich hier stellenweise zu viel geworden ist und euch das nicht gefällt oder die Nasen, geht einfach dann da wieder mit Farbe drüber. Ja, das ist kein Problem. Diesen Effekt könnt ihr auch immer wiederholen, ja, auf der einen Leinwand, übermalt sie wieder, macht es wieder neu und so weiter. Manchmal entstehen da auch ganz interessante Dinge. Wenn man diesen Effekt zweimal macht, ja, dann ist das zum Beispiel etwas verblasst und kommt trotzdem noch ganz durch. Das hier zum Beispiel, den Bereich finde ich auch ganz toll. Also kann ich mir für jemanden, der abstrakt malt, als Effekt auch wunderbar vorstellen, wenn man das noch ein bisschen ausarbeitet. Ach, das habe ich mir jetzt versaut. Selber schuld, sag. Ihr habt gerade gesehen im Schnelldurchlauf, dass ich direkt auf der Leinwand schon ein bisschen verblendet habe. Das funktioniert besser, wenn ich natürlich mit viel Wasser arbeite. Ja? Also wenn ich das ein bisschen feucht mache komplett und dann die Farben ineinander streiche oder vermische. Somit sind diese harten Übergänge sind dann entstanden, weil die Farbe halt schon relativ schnell trocken war. Was aber jetzt für meine Belange hier nicht schlimm ist. Und ich finde es auch manchmal gar nicht schlimm oder sogar sehr schön, wenn man hier ein paar Kanten sieht oder auch Pinselstriche, die das alles noch so ein bisschen aufpeppen, ein bisschen poppiger machen. Auch die weichen Übergänge gefallen mir natürlich gut. Aber das war jetzt hier in der Eile nicht möglich und die sollten ja nun mal auch antrocknen. Dann hätte das Ganze noch ein bisschen länger gedauert. Aber für das, was ich jetzt hier vorhatte, ist es doch genau so geworden. Ja, meine Lieben, da bin ich schon am Ende meines Videos angekommen. Bis jetzt ohne Pannen. Oh, eine SD-Karte ist drin. Die Lampe steht noch. Die Kamera, die steht auch noch. Die ist nicht umgekippt. Ich habe nicht zu viel Farbe genommen. Nicht zu viel Wasser. Die Leinwand ist nicht runtergefallen. Na gut, dann würde ich sagen, beende ich das jetzt hier ganz schnell, bevor da gleich doch noch irgendwie was passiert. Ich hoffe, ihr konntet eine Inspiration für euch mitnehmen. Und probiert es einfach mal. Ihr seht, wie einfach das eigentlich ist. Wunderbare Effekte hinzubekommen, diese vielleicht im Nachhinein auszuarbeiten oder mit in irgendwas einzuarbeiten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, schaut euch das Bild an, wenn es fertig ist. Das ist jetzt mein fertiger Hintergrund und da kommt jetzt noch ein Tierchen drauf. Und das wird es dann auch wieder als Making-of auf meinem Kanal hier geben. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Tschüss!